Feuer in Woltersdorf. Am Wochenende brannte es erneut in einem Wohngebiet in Woltersdorf. Diesmal auf einem Gewerbehof. Immer wieder wurde die Woltersdorfer Feuerwehr in den letzten Wochen zu Bränden gerufen. Inhaber Kurt Kühn sieht aber Unterschiede zu den bisherigen Fällen, bei denen meist Carports getroffen waren. Diese Brandstelle, es gibt so viele Möglichkeiten, Feuer zu fachen. Wer sich das ausgesucht hat, mühselig auf das Firmengelände zu kommen, dann einen Raum sich zu suchen mit einer lebensgefährlichen, defekten Treppe und dann noch ein Sicherheitsschloss oben, also eine, mit einem Sicherheitsbeschlag, eine Tür gewaltsam zu öffnen. Wer sich den Aufwand lohnt, muss genau eigentlich gewusst haben nach meiner Theorie, was da drin gelagert war. Denn es gibt so viele Möglichkeiten, hier was anzustecken, weshalb es gerade dort gemacht wurde, das macht mich ein bisschen stutzig. Der 75-Jährige sammelt alte Technik und hatte diese dort eingelagert. Alte Gegenstände, die so hauptsächlich aus DDR-Zeiten oder noch älter sind, kleine Drehbänkchen und ein kleines altes Schweißgerätchen und so weiter, also alte Technik. Zu den Brandursachen ermittelt jetzt die Polizei. Den Sachschaden schätzt diese auf etwa 10.000 Euro.